Hallo liebe Freunde, willkommen bei Let's Play World of Warcraft Classic. Warst du nicht gebufft worden von mir? Doch, du warst gebufft worden von mir. Wie gesagt, ich hatte es schon gesagt, aber ich muss es nochmal sagen. Wir stehen hier vor dem Versammlungsstein von die Hügel von Razorfen. Ja, das ist die Folgeinstanz zu dem Kral. Der Kral ist da drüben. Da geht man da rein. Und wir gehen jetzt hier rein. Da haben wir ein bisschen länger zu laufen als vorher. Ich zeige euch mal auch mal kurz die Karte, wenn ich mal die Karte eben finden würde. Ich bin ja letztes Mal hier runtergelaufen. Zack, 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 zack. Genau. Und hier ist der Kral oder der Eingang zum Kral. Und hier ist der Eingang zu den Hügeln. Und die Hügel sind meines Erachtens eigentlich Stufe 40. Wobei wir jetzt hier 37 bis 46 an dem Versammlungsstein sehen. Haben wir jetzt alle? Warum stehst du da noch, Elgrim? Also Elgrim wird tanken. Ist unser Tank. Palatank. J. Marie Joule ist aus der Gilde. Ich weiß nicht, was wollt ihr jetzt machen? Wollt ihr die bekämpfen oder nicht? Naja, gut, dann wollen wir die bekämpfen. Also J. Marie Joule, Schurke 55 aus der Gilde, wollte gerne mit, ist eigentlich ein bisschen zu hoch da dafür, aber egal, was soll's. Machen wir doch. Kein Problem. So, ja, liebe Leute, schaffen wir es dann jetzt oder nicht? So, Piala ist eine 43er Paladine und Ifis, unsere Druidin, Level 40, wird heilen. So, ich glaube, jetzt habe ich ja alle durch, oder? Wo das Schwein steht, Lulle. Sie schreibt gerade, ihr müsst mir noch mal zeigen, wo das Schwein steht. Aber ich glaube, sie meinte ein besonderes, wo es eine Quest gibt. Ich weiß nicht, ob ich die schon kriegen kann. So, wir müssen uns jetzt erstmal durchkämpfen bis zum Instanzeingang. Das ist nämlich noch ein kleines Stückchen hin. Also beim Kral war das ja relativ gefühlt relativ hautnah. Aber hier der Weg zu den Hügeln, zur Instanz ist dann doch ein bisschen umfangreicher. Aber hier gibt es eben lauter Schweine. Schweinebraten frei Haus. Bums die Bums. Oh Gott. Ja, musste ich mal ein bisschen zusammenreißen, mein Junge.
Ich hole mir das aber nicht, ne. Hier oben irgendwo. Keine Ahnung. Na, dann wollen wir mal da hoch. Rumpsen. Blinzeln. Und uns das mal angucken. Seid gegrüßt, Rieben, ein Hort des Bösen. Die Verlassenen geben ihre Krankheit nicht weiter, soweit ich das sehe. Dieser Diplomat scheint Untote als Möchtegern-Anhänger zu betrachten. Ich glaube langsam, dass er der Geißel angehört. Um ihn mache ich mir allerdings momentan keine Gedanken, sondern um die wachsende Schar um ihn herum. Tag für Tag kriechen sie aus den Schatten und betteln ihn nahezu um mehr Macht an. Ich bin stark genug, um sie allein zu bekämpfen, Triven. Was meint ihr? Hättet ihr Lust, auf die Jagd zu gehen? Also wir brauchen 8 Schlachtwachen, 8 Dornenwirker und 8 Kultistinnen aus dem Hügel. So, und die Kollegen sind garantiert schon reingeflitzt. Ich kenne das ja schon, das Spiel. Hier wird nicht mehr gewartet. Wozu auch? Aber ich habe die Quest jetzt mal angenommen, also wer weiß. Gut, ich müsste dann jetzt direkt hier vorne auch wieder das abgeben. Das heißt, ich müsste dann durch die Instanz zurücklaufen. Ich muss dann nachher mal dran denken. So, dann machen wir mal ein bisschen Feuerschaden. Oh. Geht ja. So. Ja, und ich habe jetzt mal der Wildnis bekommen von der Druidin. Und das hat zur Folge, dass ich doch einiges an Ausdauer offensichtlich mehr habe. Und zwar alle Attribute um 8, ja. Also 80 Punkte mehr Ausdauer. Sehr schön. Yippie! Und rein in die Instanz! Yeah! Hüpp! Zack. So, da wären wir also. Und jetzt halte ich mich mal ein bisschen zurück. Zurückel. Allerdings nicht mit den Kommentaren. Wollen wir jetzt erstmal antinken lassen. Bubble Brothers. Nice. Geil. Okay, Schätzchen. Gut, dann machen wir eben die zuerst. Ist mir recht. Kämpfe jetzt den an, den der Elgrim im Visier hat. Unser Tank. Da er ja auch Weihe gemacht hat, ist es mit dem Schaf nicht. Macht es keinen Sinn.
Und man muss ja auch sagen, ich bin jetzt heute mal mit Level 37 inzwischen übrigens, liebe Freunde, bin ich dann doch die Kleinste. Ja, muss ja alles mal haben, ne? Schadet aber alles nichts. So, da auch nochmal und da auch nochmal. Sehr schön. So, und die Schweine könnte ich häuten, wenn ich dürfte, wenn man mich ließe. So, dann wollen wir da noch mal ein bisschen Feuerschlag machen. Also Flammenstoß. Ja, ich brauche ja heute fast gar nichts machen. Das ist doch hervorragend. Das geht ja weg wie ein Fleck. Ne, ohne Fleck. Das geht weg ohne Fleck. Genau. Ah, und eigentlich müsste ich mir kurz eine Strickjacke anziehen. Es ist heute irgendwie bangig kühl hier. Flicks und zugenäht. So. Hol mir eben eine Strickjacke. Ja, so ist das besser. Ja, so mit nix an hier sitzen ist heute nix. Ja, mit fast nix. Habe ich jetzt extra gesagt, damit ich mal eure Fantasie ein bisschen anregen kann. Ja. So, das sieht aber doch toll aus. Ich freue mich. Das geht hier richtig rund. Das macht Laune. Und was habt ihr da? Krankheit. Ja, gegen Krankheit kann ich leider nichts machen. Wie immer, wir sammeln alles ein. Wir machen alles zu Geld. Das ist ja wohl logisch, ne? Ja, Schurken gehen, was soll ich sagen? Ja, und unser Gildenkollege, der Kleine, schon, ich weiß ja nicht, wie alt er ist, aber er fühlt sich so ein bisschen auf wie 12. Ja, ich weiß nicht, was das soll, dass er jetzt hier so vorprescht. Aber ja, ich denke mal, der Tank wird schon Bescheid geben, wenn er stickig ist. Ich bin ja nicht verwandt mit den Leuten, nur weil sie bei mir in der Gilde sind. Kannst sich die Leute ja nicht aussuchen. Es sei denn, man ist Gildenmeister. Gut, mir fiel jetzt noch eine Möglichkeit ein, aber. Nee, also, was ist denn heute los mit mir? Ich bin heute irgendwie gut drauf. Ich hab da so ein paar Sprüche auf den Lippen schon gehabt heute. Junge, Junge, Junge. Also, das geht aber nicht im Kinderfernsehen. Elfa reißt dich am Riemen. So geht das ja mal gar nicht.
Oh, schön, das freut mich. Jetzt machen wir mal hier so ein bisschen Gruppenfeeling. Sind ja nur noch zwei da. Mensch, so schnell komme ich mit meinen Zaubern gar nicht nach. Ne, drei sind es noch. Zwei oder drei? Eins, zwei, drei. Drei sehe ich. War klar, dass er zuerst die Truhe aufmacht. Das war ja klar. Ist klar, Mann. Warum sehe ich bei dir eigentlich nicht den... Inbuff. Ich sehe bei dir keinen Inbuff. So, dann will ich mal schnell die Hervorrufung anschmeißen. Dann braucht man nämlich auch nicht aufs Trinken warten. BRB heißt. Irgendwas mit bin gleich zurück, glaube ich. Ne? Ich überlege jetzt gerade, wie ist denn die Übersetzung? Okay, konzentrieren wir uns hier auf andere Dinge. Und zwar kommt jetzt hier die Stelle, wo man hier oben den Gong schlagen muss. Da ist da oben hängt so ein Gong. Den können wir jetzt gar nicht noch nicht so richtig sehen, weil wir immer noch einige Gegner hier haben. Wir müssen, glaube ich, erst hier unten freimachen. So war das, genau. Überlege gerade, ob ich dem Bub hier mal irgendwie. Toll. Ja, Löll, genau. Scheinbar machen wir das nicht mit dem Gong.
So.